Andreas Borsig, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus. Verkehrssicherheit durch Reform des begleitenden Fahrens ab 17 zu erhöhen, so lautet der Antrag der FDP heute. Eigentlich eine gute Idee, die Bedingungen zu reformieren. Ein Erfolgsmodell, das viele Jugendliche schon frühzeitig im Straßenverkehr teilnehmen lässt. Sie sammeln Erfahrungen im Verkehr und auch im Umgang mit den Fahrzeugen, mit der Technik. Gerade für Azubis im Kfz-Gewerbe wären frühzeitige Kenntnisse und Sammeln von Erfahrungen von Vorteil. Kommen wir mal zu den konkreten Forderungen und deren Umsetzung. Bezüglich der Umsetzung kann ich mich kurz fassen. In diesem Hohen Haus ist es zum Sport geworden, Anträge der Opposition schon aus Prinzip abzulehnen und somit Regierungsstärke zu demonstrieren. Aber, meine Damen und Herren, das ist keine Stärke mehr, sondern es ist Schwäche, wenn man Sachargumenten einfach nur noch den Rücken kehrt. Wie lange diese Regierungsstärke noch anhält, ist natürlich fraglich. Auch dieser Antrag der FDP, so prognostiziere ich jetzt einmal, wird abgelehnt werden. Sie fordern durch eine Novellierung der Fahrerlaubnisverordnung, das Ein-Punkte-Limit der Begleitperson zu streichen und durch einen 8-jährigen Führerscheinbesitz zu ersetzen. Liebe Kollegen der FDP, darüber kann man streiten. Wir sehen das eher kritisch, denn ein 8-jähriger Führerscheinbesitz ist kein Garant für ein 8-jähriges durchgängiges, zuverlässiges Führen von Kraftfahrzeugen und der damit verbundenen gesammelten Erfahrungen. Idealer wäre es, die Auflagen für einen Begleitfahrer den Bedingungen eines Fahrlehrers anzugleichen. Ein Fahrlehrer darf mit mehreren Punkten in Flensburg noch seinen Beruf ausüben und der Begleitfahrer darf nur einen Punkt haben. Aus unserer Sicht sollten beide nur noch einen Punkt haben dürfen. Ich sehe nämlich in den Verantwortlichkeiten beider keine Unterschiede, auch nicht in den Vorbildwirkungen. Da sehe ich eher eine Ungleichbehandlung. Dann fordern Sie in Ihrem Antrag die Bundesregierung auf, die EU-Richtlinie 2006/126 EG neu zu fassen. Diese EU-Richtlinie steht Ihrer Vision des begleitenden Fahrens schon ab 16 zu ermöglichen völlig im Wege. Auch wir von der AfD befürworten ein begleitetes Fahren ab 16. Das Erfolgsmodell, bei mir auch in Sachsen-Anhalt, AM15, also schon im Moped mit 15 zu fahren, beweist, dass Jugendliche durchaus schon im jungen Alter in der Lage sind, verantwortungsbewusst am Straßenverkehr teilzunehmen. Ihr Antrag muss hier zwei Hürden nehmen, die Hürde Bundesregierung und die Hürde EU. Die Hürde Bundesregierung können Sie nur nehmen, wenn Sie irgendwann mal wieder in Regierungsverantwortung stehen sollten. Das steht in weiter Ferne. Höhe EU, Sie kennen unsere Meinung mit den verbundenen Kompetenzabtretungen. Die Hürde AfD brauchen Sie hier nicht zu nehmen. Sie haben unsere Zustimmung. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat der Kollege Kirsten Lühmann, die Kollegin Kirsten Lühmann, SPD-Fraktion, das Wort.